Ja, heute sage ich nur noch drei einfache Sachen. Amok, gönn dir und neue Sonne. Servus liebe Shisha-Freunde, willkommen zu einem neuen Video von euren fast kompletten Smokebuster-Team. Der Sascha fehlt heute, der liegt leider mit einer Krippe flach, deswegen sind wir heute nur zu zweit. Nichtsdestotrotz haben wir heute einen neuen Amok für euch, der mittlerweile noch nicht auf dem Markt ist, wird aber bald kommen. Und zwar einen der beiden neuen Sorten werden wir heute vorstellen, und zwar den Gönn dir. Ne? Haben ein neues Design entwickelt, neu zusammengestellt und genau. Ja, wundert euch nicht, wir haben noch ein bisschen Halloween-Deko. Wir haben mal dieses Video gemacht, falls ihr das noch nicht gesehen habt mit dem Halloween-Shisha-Special. Müsst ihr euch unbedingt anschauen, geiles Video. Aber heute geht es um Amok. Und zwar waren wir natürlich in Berlin auf der Messe. Waren wir? Und ja, waren wir. Und da standen wir bei Diamond Hooker und die haben gerade ein bisschen was, weil die Amok geraucht haben auf ihren Pfeifen, ja, wo sie ausgestellt haben. Und ja, dann wollten sie natürlich wissen, was drin ist. Und da stand so ein Kerl neben mir und hat da erklärt, was alles drauf ist. Und irgendwie sind wir zufällig ins Gespräch gekommen und festgestellt haben, dass der Christian von Amok, den kannten wir vorhin, weil wir kannten den anderen Christian, das waren nämlich mal zwei. Und ja, da sind wir mit dem ein bisschen ins Gespräch gekommen, der hat gesagt, der hat neue Sorten. Da haben wir uns dann gleich welche besorgt. Die werden jetzt erst noch auf den Markt kommen. Wir haben die aber schon mal vorher geholt. Und die haben ein paar neue Sachen, nämlich das Design und die Geschmacksrichtungen. Und die werde ich euch jetzt mal an der Dose zeigen. Ja, Freunde, ihr seht hier die alten Dosen. Genauso sahen die aus. Jetzt mal als Beispiel den Wangster, den ich jetzt hier in der Hand habe. Und tada, das hier verkehrt rum sind die. Na, wo ist es denn? Das hier ist die neue Dose mit dem neuen Logo. Hier steht schön, gönn dir drauf. Das machen wir uns gerade. Also machen wir gerade. Von oben sieht das Ganze so aus. Das Logo und die Schrift finde ich echt mega. Die hat so einen Versatz drin, das macht nochmal so einen, ja, ich würde sagen, echt geilen Effekt. Bisschen Versatz schaut geil aus, ja. Und der Hintergrund ist sowieso geil, dieses Orange, also kann man sich überhaupt nicht beschweren. Die Dosen sind eigentlich relativ gleich geblieben. Wir hoffen natürlich, dass das hier nicht mehr passiert. Das war mal bei den alten Dosen mit dieser Beule oben drauf nach der Zeit. Aber gut, sei es mal so. Wir haben das Ganze hier mal in einem Shot-Format. Shot ist relativ feucht außen, so der Tabak auch innen drin. Ja, wirklich sehr feucht, sehr guter Schnitt, mittelmäßig, teilweise fein, mit so manch einem Ästchen drin, aber lässt sich super Kopf bauen, damit kann man sich überhaupt keineswegs beschweren. So Freunde, bevor wir zum Gerüchlein und zum Geschmäcklein kommen, natürlich wie immer erst das Setup. Der Koffer wird wie immer an dieser Stelle eingeplant, wollte ich schon sagen, eingeblendet natürlich. Ihr seht es, ich habe das Ganze auf dem KS-Abo gebaut, bündig gebaut, das Ganze schnitttechnisch, hat der Tobi ja schon erwähnt, wie der alte Amok, lässt sich 1A damit Kopf bauen, 3 Black Kokoskohlen und den Brohorn-Aufsatz drauf auf meiner Kinemod TGK 1.0 und den Amy Deluxe Schlauch in Gold gehalten. Genau, dann kommen wir doch mal gleich zum Geruch an der Stelle. Ich fange schon mal an. Nach was soll das Ganze überhaupt schmecken? Ich meine, gönn dir ist ein cooler Name. Also ich weiß es. Ja, du weißt, gönn dir, gönn dir. Ich habe es so ungefähr, ich habe es ihm ungefähr 10-mal gesagt und er konnte es sich nicht merken. Jetzt muss ich schauen, ob ich es selber auf die Reihe kriege. Es ist Traube, Grapefruit, Blaubeere, Blaubeer und Eis. Genau, die vier Sachen sind drin. Und das Eis kommt natürlich gleich raus. Es riecht auch wirklich, muss ich sagen, nach Blaubeer und Grapefruit. Wie es im Buche steht, typische Shisha-Blaubeer. Und die Grapefruit ist eine eher spritzige, natürliche Grapefruit im Geruch. Ja, zum Geruch. Die Eisnote schon beim Öffnen der Dose sehr penetrant in der Nase und im Auge. Sehr, sehr dominant das Ganze. Blaubeere rieche ich raus, Grapefruit rieche ich raus und Traube, muss ich sagen, ist ganz dezent im Hintergrund. Ich würde fast sagen, das ist der schwächste Komponent, wo drinnen ist. Zum Geschmack aber gleich. Jetzt sind wir fast eine Zimmer runtergeflogen. Aber an und für sich vom Geruch her auf jeden Fall mal wieder richtig geil. Amok ist ja eigentlich so typisch dafür, dass sehr, sehr viele verschiedene Flavors in dem Tabak eben enthalten sind. Das finde ich sehr, sehr positiv eigentlich, dass es nicht so Standardsorten sind, sondern was zusammengemixt ist. Riecht gut und dann schauen wir gleich mal, wie das Ganze schmeckt. Vorher noch zum Rauch, da brauche ich eigentlich nichts dazu sagen. Also der qualmt wie die Sau.
muss ich sagen. Also wir rauchen jetzt seit 20 Minuten und der gibt Gas wie die Sau. Ja. Rauch ist echt mega, überhaupt kein negativer Punkt. Zum Geschmack, also erstmal das Aroma an und für sich, finde ich echt eine gewagte Version, weil Blaubeer und Grapefruit habe ich jetzt so im natürlichen Ernährungs- und Getränke und was es da so alles gibt, noch nicht gehabt. Nee. Deswegen sehr interessant und ich muss sagen, ich gönn's mir. Also wirklich, es ist eine geile Kombination. Ganz am Anfang, nach dem ersten Zug, die Kohlen waren 20, 30 Sekunden drauf. Aber da kam schon der Geschmack raus. Ja. Und es hat wirklich gleich direkt nach Blaubeer geschmeckt. Nach dem zweiten Zug konnte ich die Grapefruit irgendwo mal ordern. Und jetzt ist so die frische Note, die hält sich relativ konstant, ist nicht zu stark, wie ich finde. Also ist richtig angenehm. Von der Traube, naja, schmecke ich jetzt persönlich nichts. Ist ja du eigentlich der Experte, ne? Ich habe so viel Traube in letzter Zeit geraucht, mein Gott. Aber gut. Schade um die Traube, ist irgendwo untergegangen, aber der Rest ist wirklich mega und ich würde es jedem mal empfehlen, den mal zu probieren. Ja, was kann ich dazu sagen? Genau, erstmal Schlauchtausch hier. Ja, eigentlich ist nichts hinzuzufügen. Ich finde auch sehr, sehr positiv ist, dass man diese Eis-Menthol-Note beim Rauchen eigentlich so gut wie gar nicht hat. Man hat eine frische Note mit einem Geschmack dabei, die ist aber nicht irgendwie brennend, penetrant, dass man hier jetzt irgendwie das Kotzen oder das Husten anfängt, sondern die ist wirklich schön dezent gehalten, das gefällt mir. Und von der Blaubeere her ist ja eigentlich, geht's? Ja, verschluckt. Ja, geht die eigentlich auch. Ich muss aber sagen, am dominantsten finde ich, schmeckt man, was sage ich immer dominant, ne? am stärksten so rum. Schmeckt mal eigentlich die Grapefruit raus, muss ich sagen. Aber diese Grapefruit-Note ist jetzt im Vergleich, schöne Grüße an Leon an dieser Stelle, ist jetzt, jetzt bin ich raus. So, ja, die Grapefruit-Note, wenn ihr euch den Tingle, wenn ihr den Tingeltangle kennt, ist ja eigentlich so das Paradebeispiel von Grapefruit. Muss ich sagen, ist diese Grapefruit-Note hier ein bisschen natürlicher gehalten wie im Tingeltangle. Also die ist wirklich schön spritzig, erfrischend, keineswegs chemisch. Und Traube, ja, die ist irgendwo versteckt unter dem Tisch oder so, aber meines Erachtens nach stört es irgendwie nicht. Also ich finde den top gelungen, den Tabak. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Thema perfekt getroffen in diesem Sinne. Und da hat der Christian und sein Team auf jeden Fall wieder was sehr, sehr Geiles hingezaubert. Ja, natürlich gibt es momentan noch eine weitere Sorte, die wir auch da haben. Werden wir in nächster Zeit auch noch vorstellen. Auf jeden Fall. Running Gag an der Stelle. Amok, rückwärts, heißt Koma. Genauso heißt diese zweite Sorte. Dazu aber später mehr. Genau, Freunde. Da wären wir am Ende des Videos angelangt. Wir hoffen natürlich, wir konnten euch ein bisschen weiterhelfen. Und sobald der Tabak natürlich auf dem Markt ist, wie gesagt, bekommt der Tabak von uns eine klare Probierempfehlung. Wir hoffen natürlich, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben nicht vergessen. Und wenn es euch noch besser gefallen hat, wie immer, zum Abonnieren geht's beim Tobi. Und zum letzten Video gelangt er bei mir. Dann sind wir raus an dieser Stelle. Wünschen euch noch einen angenehmen Rauch, guten Geschmack. Macht's gut, haut rein und Servus!